Heute ist dieses Prachtstück ein Mercedes AMG GTR, der Nebendarsteller. Heute geht es um die Luxusgiganten auf der Straße, um die luxuriösesten Wohnmobile der Welt. Wohnungen in Monaco sind günstiger pro Quadratmeter als diese Wohnmobile, die wir uns jetzt anschauen werden. Das ist krass. Und um diese Autos geht's. Und weil das Ganze so groß ist und so gigantisch ist, bin ich heilfroh, dass ich meinen lieben Kollegen Niki dabei habe. Ich habe auch einen Mercedes-Motor unter mir, aber dreimal so viel Hubraum. Ich darf die Autos nicht fahren. Ich habe nämlich keinen LKW-Führerschein. Wer sich so ein Auto kauft, sollte immer eine Garage haben. Und deswegen fahre ich jetzt erstmal in die Garage. Mensch, komm, mach auf, ich will rein. Ich mach die Heckklappe auf. Geil. Die Heckgarage ist nur ein Highlight dieses Giganten der niedersächsischen Manufaktur Vario Mobil. Kostenpunkt 1,4 Millionen Euro. Ohne den AMG GTR, wohlgemerkt. Der Luxuscamper hat eine Bauzeit zwischen 8 und 12 Monaten und reizt mit seinen Maßen das Maximum des auf deutschen Straßen Erlaubten voll aus. Jetzt haben wir hier den Vario Mobil 1200, ja. Platinum Edition. Ich würde mal sagen, das ist Champions League. 1200 steht für 12 Meter, genau. Maximal 4 Meter hoch. Ja. Alter Schwede, guck mal, wenn ich mich hier hinstelle, ja, da verschwindest du. Da kannst du sogar auf deinen Kopf draufstehen, dann sind wir immer noch zu klein. Da, da hast du keine Chance. Und ja, jetzt geh mal 12 Meter, guck mal, wie lange das dauert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alleine das hat schon eine Woche Urlaub gekostet. Genau, dann 4 Meter Höhe, 2,50 Meter Breite. Wahnsinn. Alles pure Handarbeit und dann noch Champions League für sage und schreibe 1,4 Millionen Euro. Das ist doch krass, oder? Das ist wirklich Wahnsinn. Und das Ganze nennt sich ja inzwischen nicht mehr Wohnmobil, sondern Landjacht. Ja, das kann man also aber schon sagen. Yacht. Kunden, die solche Landjachts kaufen, ich sage nur noch Landjachts, weil ich Wohnmobil... Ja, ist wesentlich besser. Es ist, du kannst das nicht mehr Wohnmobil nennen. Nee. Es sind Landjachts und das sind Leute, die haben ihre fette Villa. Mindestens eine fette Villa. Dann haben sie mindestens 10, 15 Wohnungen, die sie vermietet haben. Dann haben sie eine Autosammlung von mindestens 5 bis 20 Autos. Die haben alles. Und was haben sie noch? Und dann holen sie sich so ein Landjacht. Nee, die haben 2 Jahre Führerschein, dass das Ding auch fahren dürfen. Wenn du dir dann diese Spaltmaße anschaust, die Lackierung anschaust, diese Details dir anschaust, wo, was alles 100% passt. Und jetzt wird der ein oder andere sagen, natürlich bei 1,4 Millionen Euro erwarte ich das auch. Aber selbst das hinzubekommen, ist schon mal Champions League. Danach noch mal technisch auf den neuesten Mercedes Actros gebaut. Es ist Wahnsinn. Aber wenn wir gleich uns das Ganze von drin anschauen, da kommt dann eben der Preis zustande, wenn man es von außen anschaut. Es ist wirklich mächtig. Es ist das Größte, was es geht als Wohnmobil zum haben. Alter Schwede. Guck dir das mal an, Niki. Das ist Stein, das ist ein Steinboden. Ja? Das ist ja. Ja, das ist kein Billigdings. Ne? Nein, das ist Steinboden mit Fußbodenheizung. Und dann gehen wir hier weiter. Schön, amerikanischer Nussbaum, nichts Plastik hier. Ne? Und jetzt kommt's. Wenn du mal ein bisschen Besuch hast und keinen Bock hast zu spülen, drückst hier rauf, hast hier die Spülmaschine. Ist natürlich noch mal genial, das Auto ist komplett stromautark. Wir haben oben Solaranlage, das reicht aber nicht für diese ganzen Funktionen aus, aber der ist komplett autark, hat einen eigenen Stromaggregator. Das Ding ist genial.
einfach an, gib ihn, kein Problem. Nimm mal bitte einmal Platz. Dann mache ich dir mal schön einen Espresso. Oh, jetzt, das ist aber schön. Das ist genial, oder? Ja. Ganz frisch für dich. Sogar mit Crema. Ja, sicher. Dann mache ich mal hier ein bisschen wieder Haustechnik. Das Geile ist, hier fühle ich mich auch ein bisschen wie ein Hausmeister, als Techniker. Boah, was ist jetzt passiert? Das fahren wir jetzt mal schön 50 cm raus. Und jetzt gucken wir gleich, wie viel Raumgefühl wir dazu haben. Das ist Wahnsinn. Guck dir das mal an. Wo ist mein Espresso hin? Aber so brauchst du natürlich jetzt durch die Stadt auch nicht fahren mit der Breite. Nein, geht nur im Stehen. Ist ja logisch. Ich habe was Schönes für dich noch vorbereitet. Guck dir das mal an, was du möchtest. Schau doch mal bei YouTube die letzte Grip-Folge. Das kann ich machen. Da bist du jetzt. Da kannst du jetzt schön zuschauen, wie du Auto fährst. Das ist doch genial. Auch wenn ich dann oben meine Decke mir anschaue. Es ist eine abgehängte Decke, damit schön die Klimatechnik drin ist. Dann meine LED-Beleuchtung. Wenn du kein Gelb-Fan bist, können wir auch alles ändern, so wie du möchtest. Hier haben wir verschiedene Arten. Hier haben wir jetzt alles? Ja. Im Frontbereich? Das ist meine Heimat. Ja, zeig mal. Da kenne ich mich aus. Aber haben wir nicht da hinten noch irgendwie was? Lass uns durchgehen, das ist eine gute Idee. Ich würde mal sagen, wir gehen da direkt nach hinten. Jetzt guck dir mal dein Bad an. Bitte, geh mal einmal rein. Ja, das ist schon ein Bad. Nee, das ist wirklich ein Bad. Geh mal einmal rein. Das ist unglaublich. Du hast hier kein Wohnwagengefühl. Das gibt's nicht. Also, okay, Wohnwagen ist hier nicht. Also, das ist einmal Verarbeitung vom Allerfeinsten. Auch hier, guck dir das an, guck dir mal die Verarbeitung hier an. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Schlafzimmer. Alles, was in diesem Vario war, hatte Hand und Fuß und es war auf Werksniveau. Ich habe sofort ein gutes Gefühl gehabt. Es war einfach alles gemacht, wie man es sich vorstellt. Absolut, absolut. Dieses Ganze, was du hier siehst, wird alles in der Nähe von Osnabrück hergestellt. Und die brauchen sage und schreibe 9000 Stunden. Als Vergleich, eine G-Klasse, ein G63, dauert ca. 100 Stunden. Und wenn du den bestellen willst, musst du dich beeilen. Du hast ca. 2 Jahre Wartezeit aktuell. Aber jetzt zeig mir mal ein bisschen Front. Nicht, dass du hier noch einschläfst, Alter. Jetzt bin ich mal echt gespannt, Niki. Ja, jetzt kommen wir mal mit, was du sagst. Jetzt gehen wir auf die Kommandobrücke. Wenn du das schon mal anschaust, das ist jetzt eben das Yacht-Feeling. Schau mal raus, vor dir liegt der See. Genial, ja. Ja. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Von hinten nach vorne? Es wäre fast schon Überlegung gewesen, ob wir nicht mit dem Fahrrad fahren. Also das muss man mal ganz ehrlich sagen. Oder so ein E-Roller, weißt du? Ja. Also ich jetzt als Laie würde sagen, es ist mega übersichtlich. Woher kennst du das? Ja, das ist der AMG GTR hat genau den gleichen. Genau. Und jetzt voll Karacho. Wie viele Newtonmeter hat das Ding nochmal? Ich habe den Vorwärtsgang gar nicht. Ja gut, 2600 Newtonmeter. Also das 2600 Newtonmeter. Der Bentley Continental GTC hat 800. Das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel. Das ist unglaublich. Mein Armaturenbrett ist sogar mit Leder bezogen und guck dir das mal an. Ja, jetzt lassen wir es mal wirklich kurz sein, jetzt fahren wir mal. Bist du nervös? Natürlich bin ich voll nervös. Es gibt inzwischen kaum Versicherer, die dieses Auto versichern, Niki. Das wird immer noch interessanter. Ich habe den 2er Führerschein, dass ich das Ding bewegen darf, aber ein kleiner Kratzer, dann bin ich von allen halt wieder, ich schelle wieder zu blöd zum Fahren oder sowas. Also mir geht jetzt schon wirklich der Kackstift. Okay, dann starten wir mal den Boliden. Oh. Ja, das hört sich jetzt wieder nach deinem Yachting an, oder? Jetzt halt, merkst du mal die ganzen Bobbycars, was die Nachbarskinder hier liegen haben lassen. Guck mal, wie klein die anderen Autos sind. Genau. Es ist Wahnsinn, da sind auch große Camper dabei. Aber die wirken, als ob gar keine Autos hier stehen. Genau. Der schaltet immer 2 Gänge hoch, ne? Ja, weil der Motor halt mit 530 PS gar nicht gefordert ist. Man muss ja bei jedem Meter eigentlich lernen, dass du das Gefühl kriegst, ob ich jetzt einen AMG GTR fahre oder was ich auch immer fahre. Ich muss ja einfach wirklich schauen, wie fährt er sich, wo bin ich jetzt in der Mitte, damit das Ganze auch funktioniert. Spurhalter, muss ich mir Gedanken machen. Das ist schon gewaltig. Alter Schwede. Ich habe mir gedacht, wunder, wie toll, dass ich schon fahre. Du bist also gefahren, dann war der Mittelstrich 5 cm weg und rechts war 5 cm Randstreifen weg. Dann sitzt du immer so drin und schaust und fahrst du immer so. Also, da ich das nicht täglich mache, es ist halt schon immer so, bis dann das Gefühl endlich kommt. Dann die Bäume, das sind ja nicht immer auf 4 Meter oder was rausgeschnitten. Also, das ist alles so eine Sache. Da kommt ein Ast und
Oh, ja, das war eng. Ich wollte nicht mit dem Blitzer, auf der anderen Seite, der Blitzer durch einen Parcours rausgezogen. Das ist normalerweise, das ist für LKW-Fahrer Deluxe. Denk dran, ne? Also bei 1,4 Millionen würde ich sagen, dass unser Spiegel locker 20 kostet. Der hat ja auch einen LKW-Navi drin. Du darfst ja auch nicht überall damit fahren. Da sucht die Herz allerliebste einen tollen Campingplatz auf und dann so 2 Kilometer davor, nee, so kann man hier nicht reinfahren. Genau, dafür hast du aber hinten natürlich ein super Geschoss drin. Da drückst du auf den Knopf, dann kommt hinten dein AMG GTR raus, ja. Und dann fährst du mit dem AMG GTR einfach mal zum Essen. Oh, ist das schön. Alter Schwede. Also ich kenne dich ja immer lachend, konzentriert. Jetzt geht's wieder. Und so weiter. Aber heute sagst du ja so. Ja, ich habe ja immer wieder schauen müssen, dass das alles ist. Es ist Wahnsinn. Aber für mich einfach, wenn ich dann weiß, da hinten, was da ein Luxus ist, unglaublich, was Wahnsinniges ist. Für mich gibt's mal. Niki, ich bin ja viel Luxus gewohnt. Und hier haben wir schon Champions League. Also richtig geil. Mehr geht einfach nicht. Aber ich setze noch was drauf. Komm. Okay, komm. Bin gespannt. Komm. Das will ich sehen. Auf geht's. Die idyllische Schwäbische Alb. Auf einem Industriegelände steht eines der wohl teuersten Wohnmobile der Welt. Ein Edelexemplar des Volkner Performance S. Nicht zuletzt dank seiner gut versteckten Zusatzfracht beläuft sich der Gesamtwert dieser Landjacht auf 6,5 Millionen Euro. Das Wohnmobil selbst gibt es für schlappe 2,2 Millionen. Die Ausstattung individuell, ganz nach Kundenwunsch. So, Niki, ich habe ja dir gesagt, ich kann noch einen on top setzen. Komm mal mit. Wir fangen erstmal außen an. Also die Höhe ist ein bisschen niedriger. Ja, ja. Okay, aber die Länge haben wir genau 12 Meter auch. Okay, das schon. Okay. Aber wir haben jetzt nur 2 Achsen und der Aufbau für mich an sich schaut eher aus wie so Bus oder so. Oder? Bei dem Vario waren wir bei 1,4 Millionen Euro. Bei 30 Quadratmeter. Hier haben wir 35 Quadratmeter, wenn wir alles ausfahren. Aha. 35 Quadratmeter. Ja. Und hier haben wir 2 Preise. Das ist auch mal klar. Ich fange mal mit den niedrigen an. Und den anderen Preis sage ich dir oben, wenn wir drin sind. Wenn es mich dann umhaut. Genau. Okay. Wir fangen hier erstmal an mit 2,2 Millionen Euro. Also hier liegst du ungefähr bei 60.000, 65.000 Euro pro Quadratmeter. Du kannst in Monaco dir eine Wohnung kaufen, da sind die Quadratmeterpreise zwischen 25.000 bis 40.000 Euro. Maximal. Sollen wir jetzt rein? Ja, los, auf. Reinspaziert. Bitteschön. Alter. Performance S hier Performance in Rot gehalten, S. Sehr schön Sitze, passt. Und es ist die höchste Ausstattung, Performance S, sozusagen. Ja, aber okay, das ist doch nicht. Das ist ja meine Aussicht. Alter Verwalter. Geh doch mal durch. Also jetzt einmal 100 Pro. Jetzt dreh dich mal einmal um, bitte. Und guck dir mal hier Holz. Das ist hier Macassa-Holz. Ja, Brasilien. Ja. Über 1000 Jahre. Und wenn du dir das Ganze anschaust, das war alles ein Baum, weil es geht alles genauso durch. Die von hier, siehst du das? Setz dich doch mal dahin. Und jetzt geht's los. Jetzt kommt erstmal hier schön dein Fernseher hoch. Oh. Ja, sicher doch. Und wenn du dann da sitzt, geht's weiter. Und jetzt holen wir unsere 35 Quadratmeter raus. Alter! Ich komme mir vor wie beim Stefan Raab, wenn so die Gäste reingefahren werden. Ja, genau. So. Geil, ne? Jetzt ist auch hinterm Tisch. Platz. Genau, jetzt kannst du hinterm Tisch sitzen. Und das Geilste, was ich finde, ist, diese Soundanlage, die du hier siehst vom Burmeister, die begleitet dich auch bis hinten hindurch. Was kostet das? Da bin ich jetzt schon mal, würde ich sagen, 3, 4 sowas. Beim Bentley kostet das schon 12. Hier ist ein bisschen mehr. Guck dir das mal an, ist alles, okay, ja, das, alles schön. Wäre der Kofferraum beim Bentley auch ausgefüllt mit denen. Nur die Soundanlage vom Burmeister kostet sage und schreibe 300.000 Euro. 300.000 Euro. Das ist aktuell ein Ferrari F8 Spider, was du hier nur an Musik hörst. Man gewöhnt sich an diese Zahlen, auch wenn sich das krank anhört. Und ich war auch froh, dass Niki dabei ist, nicht nur als Fahrer, sondern auch mal für mich persönlich dann wieder runterzukommen. Darf es ein Espresso sein? Ja. Mit natürlich Versace Tassen. Ich würde mal sagen, so eine Tasse von Versace kostet ungefähr, also 600? 600 bis 700 Euro. Kostet nur die Tasse. Also vorsichtig sein beim Trinken. Ja, dann hol ich mir doch lieber ein paar Becher für vorne. Und dann hast du schön da deine Espressomaschine drin. Das ist natürlich genial, oder?
Und jetzt gehen wir weiter. Dann hast du hier. Ja, Dusche extra. Glastür, ne? Ist kein Plastik. Was ich hier sehr cool finde, ist, dass dein Klo separat ist. Dann hast du hier schön. Ich meine, 1000 Liter Frischwasser. Ja? Kann man den Hahn schon mal einfach so sausen lassen? Wasch, was, mach, was du willst. Wenn du einfach hier hinten separat alles für dich haben möchtest, so, dann kann ich das einfach zumachen. Room Service. Na, ja, noch 3 Minuten, ich muss mich noch selber noch mal bewundern. Das ist schon wirklich mega. Ja, und dann dein Schlafzimmer hinten. Ja, das Schlafzimmer, das ist schon wirklich auch eine andere Liga. Das ist also schon so ready for honeymoon, oder? Wir stehen hier in 2,2 Millionen Euro, das ist ja schon krass. So, und dann kommt gleich der Herr Faulkner noch dazu, ja, weil er packt gleich noch was drauf, wo dieses Gesamtpreis von diesem Fahrzeug ungefähr auf 6,5 Millionen Euro sich erhöht. Was es genau ist, erzählt er uns. Moin. Moin zusammen. Alles gut? Jetzt, hallo, servus. Freut mich, dass ihr da seid. Ich finde, sowas muss man erlebt haben. Das kann man genau gar nicht beschreiben. Wenn du reingehst, deine Augen sind nur hier und da ist Wahnsinn und das ist Wahnsinn. Aber der Wahnsinn, irgendwas muss ja noch irgendwie kommen, habe ich gehört. Eine 4 Millionen Zuladung, also da muss ich ganz ehrlich sagen, was das sein kann, können wir nicht so richtig vorstellen. Der hat ein wunderschönes Garagensystem, das zeige ich euch jetzt mal. Man entriegelt erst die Klappe. Okay. Und jetzt kommt der Blick. Nicht dein Ernst. Was ist da drin? E-Bike ist sicherlich nicht. Ja. Könnte sein. Nee. E-Bike? Oh mein Gott, ist das geil. Was haben wir für Felgen? Nein. Ach du grüne Neune. Na. Nicht dein Ernst. Ey, das ist nicht normal. Ich würde gerne so viel erzählen, aber ich bin sprachlos. Ich genauso. Was soll ich da noch groß sagen? Wir haben hier den Bugatti Chiron mit 1500 PS, schön in Sichtcarbon. Wenn man die Sache sich mal genauer betrachtet, muss man einfach sehen, hier in der Mitte, wenn ihr mal da reinguckt, sind keine Mittelträger, da ist kein Antriebsstrang, da ist gar nichts. Ja. Das heißt, wir greifen bei dieser Bauart auf Buskomponenten zurück, weil da muss man an den Außenkanten eine brutal stabile Kante haben, weil der wiegt immerhin gut 2 Tonnen. Wir würden jetzt gerne mal fahren, weil das wär richtig gut, das wäre richtig schön. Fahren wir jetzt? Also, fahren! Wir sind hier bei 2,2 Millionen, jetzt steht das da noch so drin. Ja, da kann man von der Seite mal so irgendein Fiat Panda reinrutschen oder sowas. Ich fahre hier nicht. Das kannst du mal raus da und das Ding noch drin. Nee, da bin ich einfach raus. Ehrlich jetzt? Ja, bist du des Wahnsinns? Ey, komm, warum bist du des Wahnsinns? Ich bin der Einzige, der wo einen Bugatti kaputt fährt, obwohl er nicht drin gesessen ist. Ich habe eine Lösung für euch. Und zwar haben wir ein baugleiches Fahrzeug mit. Das ist unser Vorführfahrzeug. Das kannst du gerne fahren. Jetzt ja, dann gehen wir jetzt zum Vorführmodell. Jawohl. Dahinter aber. Dass du wieder, das ist unfassbar. Ich bin das eh wieder. Das ist so unglaublich. Da kommst du nicht einmal in der Versicherungsklasse hoch, sondern 20 Mal. Du siehst das, wie man ausholen muss, weil das hintere Rad innen ja einen kleineren Radius fährt. Deswegen muss man ganz anders da fahren. Das ist mir schon klar, dass dir das wurscht ist. Das ist mir völlig egal. Nikis Fahrverhalten war am Anfang ziemlich nervös. Das muss ich ihn schon mal abziehen. Aber der ist ja noch in der Probezeit. Das kann ja noch was werden. Also mal gucken. Also ich fahre ja 18 Tonnen durch die Gegend. Das ist ganz ein anderes Fahrgefühl. Aber erzähl mal, ist es besser, ist es schlechter? Es ist jetzt, ich kann es wirklich nicht sagen, ob es besser oder schlechter ist, weil es ist einfach jetzt komplett neu. Wir haben jetzt ein Busfahrgestell. Also du fährst ganz anders um die Ecken rum, du musst mehr mit Ausholen fahren. Es fährt sich ganz anders aus den Federn raus. Es ist also eher so wesentlich komfortabler für mich. Es ist auch vom Geräusch her, der Motor ist jetzt eher hinten. Ja, genau. Also es ist alles ein bisschen gediegener. Und wenn wir jetzt so leichtere Kurven fahren, ist es entspannter. Mhm. Für engere, muss ich ganz ehrlich sagen, war es für mich ein bisschen einfacher mit dem anderen. Also wenn ich wählen könnte, für mich persönlich, muss ich echt sagen, mit dieser Hinterradlenkung, wie es beim Vario war, bin ich wesentlich schneller zurechtgekommen. Wir sind wieder da. Mhm. Glücklicherweise ohne Unfall. Ohne Unfall. Jetzt habe ich noch mal was für dich vorbereitet. Du hast noch mehr was vorbereitet. Was ich habe da ein paar Pylonen aufgestellt. Okay. Und da würde ich dich darum bitten, rückwärts einzuparken. Okay, rückwärtsgang, das weiß ich schon mal, wie genau. Das geht. Genau, so jetzt bin ich mal echt gespannt. 12 Meter rückwärts einparken. 18 Tonnen.
Geil. Alter Verwalter. Kein Kratzer, ich bin mehr als happy, kann man eigentlich nur sagen. Aus. Richtig geil. So, alter Schwede, alle Pylonen stehen. Wir machen jetzt weiter. Es geht weiter. Du hast noch was? Ich setz noch einen drauf. Oh mein Gott. Ich setz noch einen drauf. Aber dann ist Schluss. Ortswechsel, ein Industriegebiet im baden-württembergischen Dettenheim. Ich komme mir schon blöd vor. Ich weiß nicht, was hier gerade in deinen Gedanken war. In meinem Gedanken geht gerade irgendwie was mit Rasenmäher, Traktor oder sowas. Hast du angepimpt oder um nein, was geht's denn jetzt? Nein. Was hast guck du jetzt? Dir das jetzt an. Das guck ist mal dir das mal an. Monströs, oder? Oh. Monströs ist der richtige Ausdruck für diesen Giganten des deutschen Spezialisten für Expeditionsfahrzeuge Unikat. Dank Sechsradantrieb kommt das Fahrzeug auch in die entlegensten Gegenden und lässt trotzdem nichts an jenem Komfort vermissen, den man auch von einem Wohnmobil für 1,3 Millionen Euro erwartet. Nur, dass man dieses hier auch am Ende der Welt genießen kann. Und das Schöne ist, wir haben heute Thomas dabei. Das ist nicht nur ein Verkäufer oder irgendwas, das ist der Gründer von Unikat. Das heißt, er kann uns jetzt alles exakt erklären. Hi Thomas, grüß dich. Hallo. Danke, dass wir hier sein dürfen. Thomas, hallo. Servus. Hallo. Thomas, Niki, Niki, Thomas. Ja. Hallo. Basiert auf dem MAN? Ja, der hat Allrad, der hat Differentialsperren an allen Achsen. Okay. Der hat Reifendruckregelanlage, also so, Reifendruck während der Fahrt verstellen. Sehr geil, das ist ja das A und O für die Wüste. Ja. Ich sehe immer, was gibt mir so ein Fahrzeug, was gibt es mir für ein Gefühl? Und wenn ich davor stehe, habe ich das Gefühl, mich kann nichts mehr stoppen. Wo das Ding nicht mehr weiterkommt, da steht eh schon alles. Ich kletter aber gleich mal hoch. Auf Sachkletter? Klar, natürlich. Boah, alter Schwede. Hast du Helm für mich, Niki? Ja. Boah. Hamid, hast du ein Gipfelkreuz dabei? Alter Schwede. Geil. Ja, wie ist denn die Lage da unten? Niki. Das ist natürlich. Boah, wie das hier wackelt. Kann aber nichts passieren, oder? Nee. Niki, guck dir das mal an. Hier ist ja 1, 2, 3, 4, 5 heftige. Ja, dann probier mal die Tröten auf, lass mal hupen, komm. Nein. Da fällt er runter. Das ist ein Horn von einem amerikanischen Zug. Ja. Das ist massiv. Guck mal. Ja, also, das brauchen wir. Lass das Horn raus. Aber ja, logisch. Alle die Ohren zuhalten, bitte. Alter! Da drüben sind gleich drei Hühner tot umgefallen. Das gibt's ja gar nicht. Hamid, alles gut? Nein. Hörst du mich noch? Ihr wolltet so. Ich komm runter. Das war natürlich krass, ey. Das war krass. Das war erstmal eine völlig blöde Idee von mir. Dann schmeißt er seine Hupe an. Aber diese Hupe, bin ich immer sicher, das ist ja bei dir da nebendran, das bläst er nach vorne. Also uns vorne hat es auf jeden Fall härter erwischt. Da brauchen wir jetzt gar nicht. Alter Schwede. Man hat ja doch viel Schönes, oder? 3,80 Meter. Man kann sich das von hier gar nicht vorstellen. Das ist echt hoch und dann fängt das Ding an zu wackeln. Bisher haben wir uns zwei angeschaut, die waren halt Luxus pur. Und das Auto ist gewaltig pur. Und kannst du uns auch drin Luxus zeigen? Luxus würde ich es jetzt nicht nennen, aber einen angenehmen Lebensstil kann man da schon anschauen. Komm, da bin ich mal gespannt. Gut, so, jetzt kommt's. Oh. Ist ja auch ein bisschen höher hier. Ja, okay, guck mal. Okay, dann schauen wir uns das an. Ja, genau. Komm. Alles klar, ich geh mal rein. Nach dir. So filigran, wie du da hochsteigst. Und schon bin ich wieder in der Küche gelandet. Wahnsinn, ne? Wissen, was ist. Thomas, wir kommen gleich wieder. So, dann schauen wir mal, was hier so alles versteckt ist. Hier, die Tassen sind sauber schön drin, dass sie auch nicht irgendjemand anklimpern können. Ja, mega. So muss es sein. Das war bei den anderen nicht so, ne? Das genau. War bei den anderen ein bisschen filigraner. Auch hier die Türen. Guck dir das mal an. Es ist echt gewaltig und hier ist dein Bad. Toilette, Dusche. Es ist Wahnsinn. Das ist absolut funktionell. Es reicht auch. Guck dir das mal an.
Yeah. Das ist geil. Ne? Yeah. Ja. Das macht auch was her. Wahnsinn, ne? Also ich finde schon. Und vor allem gehst du hier mal auf edelste Schiffboden. Ne? Das ist richtig geil. Das ist Holz. Wie es immer so ist, schauen, Stauraum. Es ist ein Schlafzimmer von fremden Menschen. Da guckt man doch nicht da unten rein. Ja, logisch. Was könnte denn alles da unten sein? Ich sehe das ja als Inspiration, wenn ihr mal sowas hättet, dass ich weiß, was man da reintun kann. Es gibt ja einmal Luxus auf dem Bling-Bling-Art. Das hatten wir bei Volkner. Es gibt einmal die mittlere Art, dezent, genau, aber auch schön, aber auch luxuriös. Das hat der Vario. Und dann kommt der Unicat, wo du reingehst und es ist alles hochwertig, es ist alles massiv. Das Ganze ist funktionell, top, es ist alles robust und es wird auch wirklich halten. Wenn ich mir das hier anschaue, denke ich Weltreise. Okay, also man kann sagen, so in einem halben Jahr bei deinem Verdienst, ganz klar. Das dauert noch, Niki, es sei denn, wir drehen noch weiter, dann ja. Leider, Niki, du darfst heute nicht fahren aus versicherungstechnischen Gründen. Hast du irgendwas Schlechtes über mich erzählt? Nein, darum geht es nicht. Es gibt halt Versicherungspolicen, die dann nur sagen, ein Fahrer, hier ist es so, deswegen holen wir jetzt den Thomas wieder zurück. Der hat auch vorne drei Sitze. Auf los geht's los. Alles klar, los. Das war auch so eine Überraschung, wie da unten eben der Bugatti rausgefahren ist. Das war überraschend. Und dann auf einmal siehst du das Gerät, denke ich mir, okay, Offroad kann ich. Das könnte bei mir klappen. Und dann kommt die Überraschung, wie beim Bugatti, bloß in die andere Richtung. Du darfst nicht fahren. Bäb. Ja, du kümmerst dich um alles, aber dann doch nicht um Nein, alles. Nein, aber das war nicht mehr drin. Oh, ja. Wir sind eigentlich soweit bereit. Ey, bis du hier oben bist, dann bist schon, kannst du auch Eiffelturm 2. Etage zu Fuß gehen. Ich muss mal auf deinen Fitness-Tracker gucken heute Abend. Ja, genau. So ein Auto tun können sollte, wenn du dann solche Verschränkungen hast. Ja, da hast du halt bei dieser Art, das Auto zu bauen, haben wir eine Trennung zwischen dem Aufbau und dem Fahrgestell, sodass ich das Fahrgestell dann unter dem Aufbau verwinden kann. Ja. Wenn du mal in den Spiegel guckst, da siehst du, wie der Aufbau sich dann. Genau. Das ist der Wahnsinn. Deine Karosse, das ist ja unfassbar. Jetzt gehe ich mal auf manuelle Schaltung. Und noch einen Gang runter, im zweiten oder sogar im ersten. Dann haben wir einfach auf jeden Fall genügend Power. Und dann. Fahren wir hier hoch, dann wird halt die Sicht mal vorne etwas eingeschränkt. Der darf nicht querkämmen, Hamid, du musst schon ein bisschen aufpassen. Also, das ist schon, das ist nicht ohne. Du siehst erstmal nur Himmel. So, Alter Schwede, halt dich mal an, leicht über den Hügel. Regelt er das selber ab, runter? Also, dass er. Nee, ich musste bremsen, ne? Also, ich bremse ihn jetzt runter. Wow. Unfassbar, wie das Auto so ganz easy. Wow. Das ist Wahnsinn. Ja, du machst es halt nicht mit Schwung, sondern du machst es einfach mit Drehmoment und ganz relaxed. Das ist jetzt keine Extremsituation für das Auto ist. Ne? Es ist keine Extremsituation für das Auto, okay. So ein Offroader, so ein Jeep oder sowas, die haben 1,5 Tonnen. Und jetzt hast du halt da 18 Tonnen oder was das waren. Und dann denkst du halt, wenn die Schose rutscht, dann geht das geht halt dann den Hang ewig runter. Klasse, vielen Dank, Thomas. Ja. Dankeschön. Danke euch. So, jetzt geht's mal hier runter. Mach mal. Du kriegst alles hier. Achillessehne riss alles, aber. Und was sagst du? Ja, also. Ich habe es jetzt, obwohl ich nicht fahren habe, darf man ganz ehrlich sagen, war es eine mega Erfahrung. Wir haben ja jetzt uns echt drei Landjachts angeschaut, die ja jenseits von Gut und Böse sind. Alle drei Fahrzeuge haben was, erfüllen was, aber mein Favorit, wenn ich mir mal das jemals leisten könnte und wenn ich mal mir so ein Auto kaufen würde, würde ich den hier holen. Wenn schon, denn schon. Ich muss jetzt ganz ehrlich auch sagen, ich bin auch deiner Meinung. Das war meine Freude. Geil, wir sind gesund angekommen. Ja. Und das, obwohl ich zweimal gefahren bin. Aber den durfte ich nicht fahren. Ja, das ist halt den leider so. Aber ja, beim nächsten Mal bin ich mir sicher, ich kann das.